Eigentlich kann ich dieses Video jetzt fertig drehen. Das ist nicht aufgrund der wunderbaren Paprikas hier, die ich jetzt Anfang November ernten durfte, die letzten großen Blockpaprika, schön rot, sondern mehr oder weniger wegen den Chilis, weil ich meine schärfsten Sorte bis erst jetzt reif geworden sind aufgrund des Sommers. Aber nun, ja, kann ich euch endlich meine Sorten, die ich dieses Jahr angebaut habe, von Paprikas bis zu Chilis vorstellen und darauf dürft ihr euch freuen. Das hier ist jetzt entweder eine Paprika oder eine Chili, wo ziemlich eigentlich beides identisch ist. Eine Paprika ist einfach eine Chili mit der Schärfe 0, also eine Süße. Und ich weiß nicht, ob das wirklich eine Schärfe hat oder nicht. Die ist jetzt recht spät reif geworden. Die Frucht bzw. die Pflanze hat gerade mal zwei Früchte. Könnte eine Chili sein. Weiß ich nicht genau, welche Sorte das ist, weil die habe ich mir jetzt mehr oder weniger nicht bestellt bzw. nicht bewusst, dass ich diese Sorte haben wollte. Wie ihr sehen könnt, so ein bisschen lila und rot könnte die Violet Sparkles sein. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich die ist oder nicht, weil sie dann doch sehr spät die Früchte bekommen hat. Das hier ist jetzt die Paprika YOLO Wonder. Sie bildet hier so, ja, fast blockartige rote Früchte. Die Paprika habe ich mir damals, die Pflanze, im Mai bei einem auf dem Wochenmarkt gekauft von einem Biobauern beziehungsweise Biolandbauern, der auch hier bei mir in der Nähe seine Flächen und Felder hat. Und die Sorte hat mich einfach mal interessiert und wollte sie einfach mal anbauen. Hier drin ist sie jetzt gerade doppeltriebig und hat jetzt noch dafür, dass es Mitte Oktober ist, noch recht viele Früchte. Ob sie jetzt ausreifen oder nicht, das weiß ich nicht, ist aber auch nicht ganz so schlimm. Diese kleine Paprikapflanze hier ist die Sorte Schokolade. Also wie ihr hier sehen könnt, sind es so, ja, schokoladenförmige, so braune Paprikas, die sie ausbildet. Ist jetzt die erste Frucht, Mitte Juli schon. Ist ziemlich gut angereift. Und das ist eine ziemlich interessante, ja, Sorte, finde ich. Das hier ist jetzt die rote Gewürzpaprika. Die bildet so kleine rote Schoten. So ein bisschen würziger und schärfer schmecken. Hatte ich auch schon im letzten Jahr im Anbau. Und von meinem Vater aus, der mir gesagt hat, die schmecken dann doch wirklich ein bisschen schärfer. Das hier ist jetzt die Paprika Violet Sparkles. Ist eine Spitzpaprika, die jetzt, wie ihr hier sehen könnt, so ein bisschen lila abfärbt. Ist halt zunächst so ein bisschen grün. Lila Färbungen hat die dann. Und wird dann hier so eine schöne Spitzpaprika. Ist auch eine recht frühe Sorte. Und trägt momentan sehr gut. Hier wächst jetzt die ganz kleine Paprika Herzje. Ist eine sehr schöne Sorte, bildet kleine herzförmige Paprikas. Wie ihr jetzt hier schön sehen könnt, schön vollreif. Die Pflanze ist zwar hier recht klein, weil der Boden noch nicht ganz so gut ist, aber klein, aber fein. Es kommt nicht immer auf die Größe an. Das hier ist jetzt eine kleine, aber feine orangene Spitzpaprika. Die ist sehr süß. Hatte ich auch letztes Jahr im Anbau, habe von der Paprika hier Samen genommen. Damals habe sie mir ertauscht von der Tauschbörse. Ich glaube, auf der Packung steht Retreat Marshall oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht wirklich nicht ganz genau den Namen oder wie auch die Sorte genau heißt.
Ich nenne sie einfach orangene kleine Spitzpaprika, die sehr süß und saftig ist und die gefällt mir wirklich. Die gefällt mir wirklich sehr und das Feedback von meinen Freunden und Nachbarn ist auch recht positiv zu ihr. Also das ist jetzt die Langrotspitz. Das hier ist eine rote Spitzpaprika, die habe ich gerade ernten dürfen. Die Pflanze war unten im Folientunnel. Ist eine recht schöne Paprika. Meine Mutter benutzt sie zum Beispiel, füllt sie mit etwas und serviert sie dann. Und ja, allgemein ist es auch eine recht schöne Füllpaprika. Kann man auch so super essen. Ist eine sehr schmackhafte Paprika, wie ich finde. Hatte ich letztes Jahr im Anbau. Genauso habe mir Samen von ihr wieder genommen. Und ich bin mit ihr sehr zufrieden. Hier im Gewächshaus wächst eine sehr interessante Paprika. Die bildet hier so schwarze Schoten aus, beziehungsweise so bräunliche Schoten mit roten Streifen. Ich weiß auch, dass ich im Folientunnel auch so eine Paprika habe. Ich weiß jetzt nicht, ob die Pflanze auch größere Früchte tragen würde, wenn die Pflanze größer ist. Sie wächst jetzt hier im Gewächshaus. Boden ist wie immer hier nicht so gut. Und ich habe sie auch das erste Jahr im Anbau. Das Saatgut habe ich mir ertauscht. Problem ist halt nur, den Sortennamen weiß ich halt nicht mehr, weil das Schildchen mit dem Namen ist der Name abgewaschen worden. Daher werde ich einfach mal ein bisschen improvisieren, wie ich die Sorte einfach nennen werde. Ich beschreibe sie einfach nach der Paprikaschote und klebe dann wahrscheinlich hier so ein Bild von dem Ausschnitt hier drauf. Das hier ist jetzt eine sehr scharfe Chili. Das ist die Purple Tiger. Die ist auch jetzt eine sehr frühe Sorte, muss ich sagen. Also die hat auch schon sehr viele Schoten. Hat anscheinend Ähnlichkeiten zur Lila Luzi. Bildet so, wie ihr hier sehen könnt, kleine lila Schoten. Ich lasse sie halt sehr gerne ein bisschen buschiger wachsen. Das hier ist jetzt eine mittelscharfe Chili, die direkt neben der türkischen Gewürzpaprika wächst. Das ist die Cheyenne Yellow. Bildet so längliche gelbe Schoten aus. Ist jetzt eine der wenigen milderen Sorten hier bei mir im Anbau. Und unten wachsen die natürlich wieder ein bisschen ergiebiger und stärker. Das hier ist jetzt die Numex Twilight Chili, eine sehr scharfe Chili, die ich auch letztes Jahr im Anbau hatte und ich habe mir halt einfach Samen genommen. Also hier kann man jetzt oben ganz schön viele Schoten sehen, die noch reifen werden. Und hier kann man jetzt auch, also wenn sie rot sind, sind sie erntereif bzw. sind fertig. Und so schauen dann immer die Schoten aus. Die werden zuerst gelb, dann orange und dann rot. Das hier ist jetzt einer meiner sehr späten Chili-Sorten. Wir haben jetzt so Mitte September, beziehungsweise schon fast Ende September. Und das hier ist die Chili 7 Pot White. Das Saatgut habe ich versehentlich zugesendet bekommen von der Gärtnerei, weil die halt noch eine andere Sorte haben. Die heißt 7 Pot Bubblegum. Und haben sie mir einfach das Saatgut von der Pflanze zuerst gegeben und ja, dachte ich mir so gut, dann baue ich die halt auch einfach an. Wie ihr hier sehen könnt, bildet sie so kleine glockenförmige Schoten, die dann so ein bisschen weiß abfärben und das ist wirklich eine sehr scharfe Chili. Neben der 7 Pot White,
die zu meinen schärfsten Chilis gehört, ist das hier, die 7-Pot Bubblegum, die rote Form. Da gehört sie auch sozusagen zu meinen schärfsten Chilis. Wir haben jetzt fast Anfang November, ist jetzt erst jetzt reif geworden. Leider hatten wir mal eine Nacht, wo es minus 2 Grad bei uns in der Region hatte und der kühle Wind ist bei mir mit in den Tunnel reingekommen und die Pflanze hat es ordentlich beschädigt. Das dürfte wahrscheinlich so ziemlich die letzte Frucht sein, die wirklich voll ausreift. Aber ich bin trotzdem dafür sehr dankbar. Die wird dann noch ein bisschen rötlicher weiter ausfärben und auch der Stiel kann rot werden. Das ist sehr interessant. Wenn ich es schaffe, werde ich da auch noch ein Bild mit einfügen, wenn sie vollreif ist. Jedenfalls habe ich auch noch nachgeschaut, die kann bis zu 500.000 Scoville haben, ist wirklich eine sehr scharfe Chilisorte, ist sozusagen 10++++ und freut mich wirklich sehr